Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, des einen Gnoms Müll anzunehmen bei Moxie Schlossdreher auf Mehagon. An dieser Position ist eine tägliche Quest, erkennbar am blauen Ausrufezeichen. Heißt also, die Quest muss nicht unbedingt das sein, die werden ja irgendwie zufällig verteilt. Nun sieht man hier mehrere Questgebiete. Da darf man in eins hineinlaufen und normalerweise langt ein Questgebiet, um die Quest abzuschließen. Man darf seltene Metalle sammeln. Dazu darf man dieses Quest-Item benutzen, das man bekommen hat. Man sieht in der Gegend so leuchtende Punkte, so aufblitzen. Man kann aber auch das Quest-Item benutzen an Stellen, wo keine solche Punkte sind. Da findet man unter Umständen auch seltene Metalle. Also einfach durch diese Gegend laufen, Quest-Item benutzen, immer wieder. Bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Mit einem anderen Charakter hat das Ganze besser geklappt. Aber wie es aussieht, war gerade ein Spieler vor mir in diesem Gebiet. Zumindest sind hier noch einige Leichen. Eventuell liegt es daran. Jetzt habe ich schon mal mehr bekommen. Man findet auch Ersatzteile. Ab und zu. Und die Gegner nerven natürlich in dem Gebiet. Absolut unnötig sowas. Und weiter geht's. Mittlerweile 36. Ich werde nun weiter sammeln, also durch dieses Gebiet laufen und das Quest-Item benutzen. Und dann werde ich mich wieder bei euch melden, sobald ich über 90 bin. Da bin ich schon bei über 90. Habe auch das Gebiet gewechselt. Einfach damit ihr auch ein weiteres seht. War vorhin in diesem Gebiet, jetzt bin ich hier. Und da habe ich schon das 100. Stück. Quest ist bereit zur Abgabe. So, Quest ist abzugeben bei Moxie Schlossdreher auf Mehagon an dieser Position. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao!